Moin Leute, Moizi hier. Im heutigen Apex News Update schauen wir uns einmal die aktuellen Pickrates und den neuen Apex Store an und außerdem sprechen wir auch nochmal über einen komplett neuen Modus, welcher in der Zukunft zu Apex kommen wird. Und als erstes schauen wir uns heute mal wieder die aktuellen Pickrates in Apex an. Wir schauen da ja immer so ein bis zweimal pro Season drüber und damit vielleicht auch zu sehen, welche Legenden relevanter in der Meta sind und welche nicht wirklich relevant sind, wodurch man natürlich auch immer so ein wenig erahnen könnte, welche Legenden denn Buffs oder Nerfs bekommen könnten. Diese Pickrates sind wie immer natürlich auf alles bezogen, also auf alle Spieler und das sowohl für Public, worunter auch Mixtape ist, als auch Ranked. Wir fangen einmal ganz hinten an und dort haben wir jetzt Zia mit mittlerweile gerade einmal 0,8%, was natürlich brutal wenig ist. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es je eine Legende gab, die so eine niedrige Pickrate hatte. Ich glaube tatsächlich nicht. Danach haben wir Gibraltar und Ballistic mit jeweils 1,1%. Danach tatsächlich finde ich relativ überraschend Alter mit 1,2% und auch Valk mit 1,2%. Danach Catalyst mit 1,3%. Caustic mit 1,7, Rampart mit 1,8, Mirage mit 2,1, Watson mit 2,7, Vantage 3,1, Ash 3,4, Conduit 3,5, Fuse 3,7, Loba und Newcastle mit 3,8%. Danach geht es auch schon in die Top 10 mit Maggie, welche 4,1% hat, Crypto, Horizon und Bloodhound mit 4,5%, Wave 5,5%, auf Platz 5 Octane mit 5,6%, Platz 4 Revenant mit 6%, Platz 3 Bangalore mit 7,4%, Platz 2 Lifeline mit 9% und auf Platz Nummer 1 mit nochmal ziemlich solidem Abstand Pathfinder mit 12,7%. Allzu bewundernswert sind diese Pickrates, finde ich jetzt nicht so wirklich. Kryptos und Newcastles Pickrates sind halt ordentlich gestiegen und dass Pathfinder auf dem ersten Platz ist, wundert denke ich auch keinen. So viel zu den Pickrates. Als nächstes Thema für heute sprechen wir über einen neuen Modus. Dieser neue Modus wird wirklich komplett neu sein, also ist nichts, was wir schon mal im Spiel hatten und ich denke, dass man es auch mit nichts, was wir bisher so hatten, vergleichbar ist. By the way, wurde dieser Modus während dem Livestream der ALGS angeteasert, also einige Moderatoren haben dort bereits ein wenig über den neuen Modus gesprochen, aber sehen konnte man ihn leider noch nicht genauer. Und zwar wird der Modus den Namen Knockout tragen und in ihm müssen wir verschiedene Zonen einnehmen und verteidigen. Darüber hinaus haben wir dort unbegrenzte Respawns und Spieler bzw. Teams werden immer nur am Ende einer jeweiligen Runde eliminiert, genau genommen werden da immer die letzten 5 Teams eliminiert. An sich ist das also anscheinend schon ein Battle Royale, aber anhand der Beschreibung kann man jetzt, finde ich, noch nicht ganz so viel entnehmen. Wann dieser Modus kommt, ist leider aber noch unklar. Und als letztes Thema für heute schauen wir nochmal ganz kurz über den Store in Apex, denn gestern wurde dieser aktualisiert. Wir haben hier halt als erstes jetzt einmal den Blood Moon Sale, wo wir neben den beiden Skins für Bloodhound und Alter auch noch ein paar dicke Pack-Bundles mit einmal sogar 100 Packs haben. Dazu sind aber auch noch ältere Blood Moon Skins zurückgekommen, welche wir schon mal im Spiel hatten, und zwar für Horizon, Wave und Loba. Beim Vorgestellt-Tab haben wir auch noch was Neues, und zwar ein Bundle für Ballistic, Caustic, Octane, Horizon und Rampart. Und zu guter Letzt haben sich natürlich auch wieder die Recolor geändert, was allzu Besonderes ist da aber denke ich nicht dabei. Falls ihr euch aber irgendetwas aus dem Store holen möchtet, dann nutzt dafür auf jeden Fall Instant Gaming, um beim Aufladen des Guthabens zu sparen, denn wenn ihr schon Geld ausgebt, dann seid wenigstens so schlau und macht es auf die günstigste Art und Weise. Und wenn ihr Lust habt, mich dabei zu supporten, dann kauft gerne wie immer über meinen Link zu Instant Gaming unten in der Videobeschreibung dort ein. Vielen Dank. Anmerken möchte ich hier aber nochmal, dass ich euch selbstverständlich nicht empfehle, etwas im Store zu kaufen. Ihr kennt meine Meinung dazu, es ist in meinen Augen einfach nur Geldschneiderei, aber ihr müsst ohne Frage natürlich selbst wissen, was ihr mit eurem Geld anstellt. Aber gut, das war's dann soweit auch wieder mit den heutigen News. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst euch sehr gerne noch eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren da und ansonsten bedanke ich mich noch fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.